So, da sind wir zurück bei Let's Play Fallout 4. Und dass es nicht nur für euch spannend ist, sondern auch für mich, habe ich gerade einfach beschlossen und einfach etwas durch Zufall bemerkt, dass ich doch mal eine andere Quest machen kann. Und zwar führt mich die in eine andere Stadt, als wo ich schon war. Von dem her, ja, auch für mich jetzt direkt was Neues. Bin jetzt direkt gespannt. Ist natürlich jetzt nur doof, dass ich die Rüstung da in dem einen Ort stehen habe lassen, aber ja, wie gesagt, da werden wir bestimmt auch noch dran vorbeikommen. Muss ich nur gucken, da ich muss um den See. Ja, wahrscheinlich ist alles irgendwie. Jeder Weg führt nach Rom. Dann gehen wir einfach mal hier da Norden lang. Bedrohliche Musik. Wir haben Nacht, wie man sieht. Keine Nackt, Nacht. Na, was willst du, mein kleiner Freund? Dass es hier leuchtet, heißt nix, oder? Ich hätte jetzt lieber die Musik vom Radio, gestehe ich ehrlicherweise. Naja. So, also tauchen ist hier nicht so in dem verseuchten Wasser. Normalerweise eher. Naja, wer taucht schon gern in so einem Wasser? Muss man mal ganz klar fragen. Außer ich. Ich bin der Einzige. Eine wilde Karottenblume. Was willst du denn? Bist du böse? Ganz wie du willst. Ja, du warst böse. Ein fancy Letzkuchen. Das ist Nuka-Cola. Ach, das ist ja nur eine Flasche. Ich dachte, das wäre. So, ich bin schon wieder voll. Was ist denn da so schwer, was ich da mit mir trage? Scammel-Outfit. Oh, ganze Zähne. Melone. Linke Bein fehlt noch, was wir noch nicht protected haben. Warum trage ich denn den mit mir, den linken Arm vom T54? Ah gut, der wiegt auch 0. Damit kann ich leben. Mit Taschen behandelt. Ja, mit Taschen, dann kann ich noch mal ein bisschen mehr. Die nehme ich doch. So. Jetzt geht's weiter. Nachdem ich hier diese Dame da kennengelernt habe und sie nicht allzu lange meine Bekanntschaft gemacht hat. Right away, nehme ich mit. Oh, Mais. Ich glaube, das kann ich, da kann ich nachher, weil nämlich mein. Man kann nämlich so hier sein Häuschen bauen oder seine Siedlung aufbauen. Das hab ich gerade so ein bisschen angefangen. Gebe ich ehrlicherweise zu in der Pause. Aber ihr habt es nicht viel verpasst, von dem her dürft ihr mir nicht böse sein. Hihi. Aber Mais kann man da zum Anpflanzen, glaube ich, benutzen. Warte mal, muss ich mal gucken. Ah, ich kann hier nicht ins Baumenü rein. Gut, macht auch keinen Sinn. Wir sind ja hier nichts in der Bauhandlung. Roboterentsorgungsgelände. Der schaut lästig aus. Den will ich. Oh, ein Fusionskern. Den nehme ich auch. Auch eine Schaltplatte, wer soll der Geiz? Aber den Fusionskern, den kann ich auf jeden Fall brauchen, noch für die Rüstung. Schau mal, ob es da noch was Cooles gibt. Hot Rodder. Ja, ich glaube, von dir kriege ich nicht mehr vieles Cooles. Stimpaks sind immer ganz gern gesehen. Wie gesagt, der Fusionskern, der ist Gold wert. Den werde ich auf jeden Fall bestimmt noch brauchen. Man kann ja dann auch Schnellreisen machen, also von dem her
sollte ich zumindest ganz einfach dahin kommen, wo ich es denn will. Bist denn du? Bist du ein böser Hirsch oder bist du ein guter Hirsch? Da ist auch eine Power-Rüstung. Der auch nur einfach der Ding fehlt, der Fusionskern. So, habe ich dir gerade die Hirschkuh. Also alles, was mich irgendwie hier abfacken kann, fuck ich hier ab. Tut mir leid, aber ich habe hier so ein bisschen Paranoia in dem Spiel. Ich glaube, man kann es auch nachvollziehen. Irgendwo böse Männer. Einer schießt zumindest noch. Kann ich da irgendwie rein, ja, endlich. So. Ja, Jungs und Mädels, der Spaßkultur. Die Patronen nehme ich nicht mit. Und sonst brauche ich von dir nichts. Wie weit ist es denn noch? Bin ich ja eh gleich da. Ich überlege mir, ob ich den Ding mitnehmen soll. Ja, ich nehme also die Power-Rüstung, weil ich glaube, die finde ich ehrlicherweise nicht mehr, wenn ich jetzt hier vorbeilaufe. Och, Mensch, Reifen, ey. Ich glaube, ich finde sie mir ja jetzt schon fast nicht mehr. Na? Also ich weiß, sie war nicht weit weg. Eine Hubblume. Was bist denn du? Mutierter Hamster oder was? Boah, schock mich halt. Aber jetzt passiert genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Ich finde diese doofe Power-Rüstung nicht mehr. Oh, geh weg, ey. War die da oben noch? Was ein nerviger Hamster. Das ist kein Hamster, ich weiß. Ist ein hier. Wie heißt es denn? Lebt. Ah, da unten ist die Rüstung. Wie heißt denn das Tier, was im Wasser. Ein Maulwurf! Jetzt habe ich den Namen. Da sagt's doch Maulwurf. Rollt doch schon runter. So, gehen wir mal hier ein. Und zack, rein mit dir. Oh, der Powerkern war sogar voll. Das ist schön. So, sprinten kann ich nicht mehr. AP ist leer. Lädt sich jetzt erst auf. Aber wie gesagt, mit einer Power-Rüstung ist doch das alles schon mal smoother. Also, wie gesagt, nur noch mal zur Verdeutlichung: Alles für mich, was ich jetzt hier sehe, ist auch für mich neu. Und ihr natürlich sitzt, für euch ist es auf jeden Fall neu. Ihr guckt hier nirgendwo anders. Fallout, weiß ich ja. So, wilder Mischling. War wohl nix. Alter. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein kleines Schreckmariechen. Ich erschrick gerne und viel weniger Unsinn.
Jetzt lade ich echt nach. Bevor du hier meinem Hund noch was antust. Also deswegen, wenn ich hier so ab und an so sowas mache oder sowas, keine Ahnung, dann habe ich mich entweder habe ich Anfälle oder ich habe mich kurzzeitig erschreckt. Was ist das denn? Ich glaube, ich musste hierher. Du schaust dir aus. Das Geschäft läuft gut. Nicht ins Auge. Wie komme ich da rein? Erstmal hier aus dem Anzug raus. Jede Energiefitzelchen, was ich hier sparen kann, wird gespart. Ah, da ist der Eingang. Schieb mich nur weg, Tür. Vielen Dank. Hallo. Hallo. Aufwachen. Bin da. Wer noch? Alter, bist jetzt mal wach. Was willst du? Wir brauchen hier nicht noch mehr Schwierigkeiten. Ein bisschen netter wäre ganz freundlich. Hast du die Minutemen nicht um Hilfe gebeten? Du gehörst zu den Minutemen? Ich dachte, euch gibt's gar nicht mehr. Wir haben einem der Händler eine Nachricht mitgegeben. Aber ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass jemand kommt. Die meisten Leute geben nach Quincy nicht allzu viel auf die Minutemen. Das war eine üble Geschichte. Wir bauen die Minutemen von Grund auf neu auf. Wir sind jetzt wieder die Guten. Freut mich zu hören. Ist auf jeden Fall schlimmer geworden, seit die Minutemen den Bach runtergegangen sind. Da ist diese Raider-Gang, die macht uns schon seit Wochen Probleme. Sie rauben Lebensmittel und Vorräte. Das hört sich doch nach meinem Fall an. Töten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich verkrochen haben. Aber wir können es unmöglich mit so einer Gang aufnehmen. Werdet ihr bereit, euch den Minutemen anzuschließen, wenn ich die Raider ausgeschaltet habe? Wir werden auf jeden Fall drüber nachdenken. Die Leute haben sich inzwischen daran gewöhnt, dass man sich nicht auf euch verlassen kann. Ja, man könnte ja mal eine Zusage bringen, oder? Naja, also normalerweise würde ich da jetzt schon sagen, mein Freund, so nicht. Aber gut, dann gehen wir halt hier diese mit der Corvega Fertigungsanlage beseitigen. Bleib auf den Straßen. In diesem Job wird man nur alt, wenn man damit rechnet, dass einen alle töten wollen. Kann man hier nicht bei... Hallo. Ich habe die besten Rüstungen weit und breit. Klar, ich schau mal, was du hast. Kann ich bei dir jetzt was verkaufen? Rüstung sparen, außer du willst schnell sterben. Ich kann was verkaufen, aber ich kann nicht... Also pass auf. Den Ehering brauche ich nicht mehr. Ah, endlich kann ich das bisschen was Zeug loswerden. So, aber nur aufpassen, was ich jetzt verkaufe. Oh, die sollte ich vielleicht nehmen. Die könnte ich nachher noch gebrauchen. Lasermuskete lasse ich auch. Imbrugewehr brauche ich nur eins. Schrotflinte brauche ich auch nein. Den Voltanzug ziehe ich eh nicht mehr an. Todeskrallenfleisch. Ah, das stellt wieder hier schon ganz schön was her. Das sollte ich vielleicht bewahren. Der linke Arm vom T-45? Weiß ich nicht. Ja, aber der ist ja kaputt. Kann ich den reparieren lassen? Ne, verkaufen, annehmen. Ne, kann ich nicht reparieren. Also dann weg damit. Schrotschlagring brauche ich nur einen. Hüttergranate brauche ich natürlich mehr. Schaltplatte? Das bringt nicht so viel. Kann nicht so toll sein. Also verkaufen. Zack, Kapuze mit Schläuchen. Schaut lustig aus. Kostet aber nur Platz. Raider-Rüstung, rechter Arm zumindest nochmal einen verkaufen. Linker Arm auch einer. Wobei kann die eigentlich komplett. Ich trage eh was anderes. Nur das linke Bein trage ich. Naja, die Batterie kann ich vielleicht irgendwie nochmal gebrauchen, habe ich so das Gefühl. Minuteman Outfit ist so nostalgisch. Minigun wird nicht hergegeben. Weil sie sackschwer. Aber das ist natürlich mit die beste Waffe, die ich aktuell habe. Deswegen, der bleibt. Ein Milizut. Ich kann mich von so einem... Nee, bleibt bei mir. Der Uniform. Melone, Mais. Brauche ich...
Melone. Ich dachte, das wäre was zum Essen. Nee. Den Mais brauche ich. Glaube ich. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ja. Leichte Rüstung. Leichte Rüstung. Ne, weg damit. So. Lederkombi. Kreuzschlüssel. Karottenblume, was ist denn im Chat? Zeitlupe für 10 Sekunden, das ist cool. Ja. Nein, ich wollte doch nicht alle. Oh. Kann ich wieder was zurückkaufen? Ja. Haarklammern braucht man immer. Gurtzeug, weiß ich auch nicht. Fusionszelle. Bringt 1. Fusionszelle ist wahrscheinlich was anderes als der Fusionskern. Gasmaske mit Brille. TP bringt das. Fancy Lesskuchen bringt auch ein bisschen TP, aber gar nicht viel. Ehring. Was machst du? Stärke, Max TP. Okay, bleibt. Blutpaket bleibt auch. Wasser auch. Oh. Man kann nicht genug Munition haben. Ja, das war's. So. Jetzt kannst du mir mal zeigen, ob du noch irgendwas Kurzes hast, was ich noch nicht gesehen habe. Champion linker Arm. Kostet 817, hast du... Ja. Mal guck dir mal die Werte an. Das ist ja Wucher. Ah, 18.500. Ein Armschutz. Ja, sonst geht's aber, oder? Ja, sag ich tschüss. Mir langt's dann von dir, hey, mit deinem Wucherpreisen. Nein, ich hab... Oh nee, hab ich jetzt echt... Nein, ach Gott. So viele Meilen auf Lukas, der Straße. Ich biete Rüstung zum guten Preis. Ich dachte, ich hätte doch den Ding gemacht. Sag, was du so hast. Wie hatte ich denn das... Nur das, was du hier siehst. Hätte ich auf Annehmen drücken müssen, oder was? Oh, ist das nervig. Wahrscheinlich hätte ich... Ach Gott. Tut mir leid, dass das jetzt nochmal länger dauert. Was trage ich denn eigentlich, wenn ich hier nichts... gefühlt ausgerüstet habe. Ach, die Lederrüstung, ist klar. Ich beeile mich auch ein bisschen, ich Ehrenwort. So, ich glaube... Irgendwie habe ich so das Gefühl, die kann die noch gebrauchen. Habe ich dafür nichts bekommen, musste jetzt 81 zahlen. Alter, wenn man hier nicht aufpasst, man wird hier so übers Ohr gehauen. So, jetzt machen wir den Handel bestätigen. So, jetzt habe ich hier... Jetzt sollte ich doch wieder Platz haben. Ja, das ist schon mal ein bisschen besser. Jetzt habe ich ja noch eine Waffe, habe ich vorher gemerkt. Die... Oh. Das war keine Absicht, das war keine Absicht. Das war doch keine Absicht. Aber gut, das tut mir sehr leid, aber wenn das so ist, da kenne ich jetzt auch keine Freunde mehr. Weil, wenn ich mir jetzt hier unbeabsichtigt sowas passiert. Und du mich dann gleich so doof anmachst. So. Mann, Mann, Mann.
spricht mit Preston Garvey. Okay, das war jetzt wohl nicht so gut. Das war jetzt, ich gib's zu, es war nicht so geplant. Ich glaube, ich hatte doch einen Speicherpunkt, den ich gerade eben gemacht hatte. Wahrscheinlich war das der, oder? Scheiße, so eine doofe Kacke. Und was darf ich wieder machen? Verkaufen. Hey, Lukas, ich bin Freund. Ja, ich glaub's dir. Lass uns doch mal handeln. Das wäre das erste Mal. Nur nicht an der Rüstung sparen. Yay, endlich mal wieder was verkaufen. Diesmal kann ich wenigstens nicht bescheißen, indem ich hier was verkaufen muss, es wieder zurückkaufen. Dann. Aber langsam bin ich Profi. Also da sehe ich schon ganz klar, dass ich das jetzt schon sowas von drauf habe. Zack, 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 das geht. Schlagring, brauche ich auch noch einen. Wahrscheinlich verkaufe ich jedes Mal auf neu irgendwas anderes und denke mir so, boah. Das kann ich auch mal verkaufen. Wieder was verkauft. Ja. Deal annehmen. So. Vielen Dank. Ich gehe mal ein Stück weg. So, diesmal rüst ich's aus. Ich stehe weit weg von euch. So, jetzt steigen wir aber hier in die Power-Rüstung ein. Und gehen dahin, wohin wir müssen. Das ist nämlich auch nochmal ein Stück Fußmarsch. Und zwar darüber, das was ihr da seht am Ende des Horizonts sozusagen, da müssen wir hin. So. Ich glaube zwischen Laufen und normal gehen macht die Rüstung keine Unterschiede, was das Thema der Batterie angeht. Habe ich zumindest immer so das Gefühl. Wissen tue ich es auch nicht. Das ist ja mein erstes Mal, dass ich Fallout spiele. Ich bin ja eine sogenannte Fallout-Jungfrau. Da ist ein Ghoul. So. Na? Da kommen aber ganz schön viele. Muss ich sagen, so viele habe ich noch nie gesehen. Lass dir meinen Hund in Ruhe. Habt ihr es jetzt? Hund, wie geht's dir? Alles gut? So, ich glaube, ich habe alle Ghule besiegt. Vielleicht liegt hier noch eine Powerzelle rum. Das wäre lässigst. Aber ich glaube, dieses Glück ist mir irgendwie nicht vergönnt. Nee. Laderampenterminal brauche ich. Was kann man da machen? Kann man da was Cooles machen? Nein, ich wollte doch nicht.
gibt's da? Vielleicht steht da irgendwo eine Stahlbeton, Stromkabel. Ja. Schaut jetzt nicht so aus nach dem, was ich gesucht habe. Kronkorken nämlich. Aber nicht das die erhoffte Powerzelle. Dann geht's weiter. Noch ein Ghoul. Noch mehrere Ghule. Oh. Hund, Hund, Hund. Oh, ich habe leichte Gänsehaut, muss ich gestehen. Ich bin ja kein Ghoul, kein Zombie und sonstiges Fan. Und Clowns hasse ich auch. Gut, ich glaube, dann habe ich alles aufgezählt, was ich extrem hasse und gar nicht leiden kann. Ja, wir gehen weiter. Ja, doch schon wieder so ein dieses Ding. Cooler Zug übrigens. Macht zwar von der Konstruktion vielleicht nur bedingt Sinn, aber sonst so aulässig. Okay, da kommt irgendwas ganz schön Fettes. Dafür nehme ich jetzt ganz klar auch die Minigun. Hunde sind Schwierigkeiten. Hund! So. Chillig bin ich für dich da, mein Freund. Lass dich doch von dem da nicht... Das ist alles. Mehr kriege ich von dem Supermutanten nicht. Der ist doch hier so super. Oh, ist das noch... Das ist doch eine Verarsche. Ich mache hier den fettesten Kampf ever. Ohne meine Minigun hätte ich da ja mal ewig gebraucht. Und was kriege ich von dem? Eine Planke. Das Spiel verarscht mich. Ich hab meine Fusionszelle ja schon sowas von sicher gesehen. Im geistigen Auge. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt noch hier rüber. Das müsste nämlich, oh, halt so würde ich sagen. Oh, ja genau, passt, perfekt. Weil das ist hier drüben genau das, was ich da cleanen muss. Und wo ich rein muss. Da vorne meine ich, also das hier, das Areal. Powerzelle macht auch noch ein bisschen mit. Auf jeden Fall sind wir hier in der Stadt Lexington. Im Mülleimer liegt nichts. Wir hören schon wieder. Oh, das ist doch der Minuteman auch. Ja, nervt mich aber. Ich muss nämlich hier auf meine Schuss auch mal langsam aufpassen. Weil die. Ja, wir nehmen jetzt mal die Schrot. Oh Gott, wie viele sind denn das? So viele davon.
Oh ja. Alter. Gott sei Dank habe ich meine Powerrüstung an. Sonst wäre das hier noch viel unspaßiger gerade. Haben wir es jetzt? Ja, ich kümmere mich gleich um dich, Hund. Bin ja schon da. So. Wir sind zwar noch nicht ganz angekommen, aber das seht ihr natürlich, wie es weitergeht bei Let's Play Fallout. Und vielen Dank, sag ich mal, für diese Folge vom Zuschauen.